YouTube-Freunde, was da die Powerhouse heute Dienstagmorgen. Anu du Rhin, Frankreich, Rundstrecke mit meiner Yamaha Phaser. Mache ich da einem Rundstreckenkurs, nehme ich da teil. Schönen, herzlichen guten Morgen miteinander. Der Beat mit seiner Gruppe, die sind da heute auch zugestoßen. Willkommen da. Ich werde noch ein paar Sachen noch mal erklären, vor allem als Erinnerung. Wir haben hier eine Box, wo ich die Ware reinstellen könnte. Wir machen zu, also ich kann ruhig die Ware hier reinstellen. Lenken fest. So habe ich ihn lang. So, sie müssen noch da fahren. Was hast du denn dürfen? Ja. Auf das freies Fahren geben, wo man eigentlich das Ziel ist von dieser Veranstaltung. Ich habe gerade gehört vom Sepp, dass es noch wichtig ist, wir haben viele Leute, die noch den Originaldruck haben, die bis zu 2,8 hin haben. Das ist mega zu viel. Ja, ja, das ist viel. Tönt euren Pneudruck kontrollieren. Also bei den meisten Töpfen ist es hinten etwa 2,1 und vorne etwa 2,1 und hinten 1. Umgekehrt. Vorne liebe YouTube-Freunde, jetzt habe ich die GoPro-Kamera montiert und die nächste Fahrt wird sein Fahrlehrer vorne, mein Junior hinten und ich bin zu hinterst am Fahren. Sau. 20 Minuten fahren, dann wird ein halber Liter Wasser getrunken, unbedingt. Es ist wahnsinnig auf einer Rennstrecke.
Mensch, war das anstrengend. Wir sind geschafft von der Fahrerei. Ja, ich denke, ich muss dann schauen, Decke 200 Kilometer Rennstrecke habe ich vielleicht geschafft. Jetzt zeige ich euch mal den Nö-Abrieb am Vorderrad. Hier sieht man das. Alles Gummi. Wie? Ja. Nein, du hast noch grün, kannst noch fahren. Ja, kannst noch fahren.